Fürs nächste Kapitel weiß ich gar nicht, ob du den Koffer noch ändern willst irgendwann. Können wir denn den, wollen wir den Koffer ändern in irgendetwas? Na, wegen Munition vielleicht mehr bekommen. Hey, hast du eine Kippe? Hab ich, die, die du magst. Wo ist der Bernstein? Tut mir leid, den habe ich gerade nicht bei mir. Und du solltest mich wirklich für meine Arbeit loben. Konnte ihn gerade noch verstecken, bevor sie mich geschnappt haben. Sonst... Ich bin tot. Unser Deal lautete, wir holen dich hier raus, wenn du uns den Bernstein lieferst. Kein Bernstein, keine Eskorte, Luis. Du stehst aufs Kleingedruckte, was, Ada? Also gut. Großer Auftritt von Ada. Ich hol ihn. Was sagst du? Long live the King. Und es gibt noch was anderes, das ich holen muss. Basis hier. Schlechte Neuigkeiten, Condor One. Bei diesem Wetter kann der Heli unmöglich landen. Könnt ihr warten, bis der Sturm sich legt? Negativ, zu gefährlich. Wir suchen uns so lange einen Unterschlupf. Tut mir leid. Ich wünschte, ich könnte mehr tun. Keine Sorge. Das wünschte ich auch. Wenn es sein muss. Condor One Ende. Gehen wir. Was wird mit mir passieren? Konzentrieren wir uns erstmal darauf, dass wir hier wegkommen. Aus dem Dorf entkommen. Verstehe. So, okay. Wieder beim Händler. Eventuell hat er neuen Stuff für uns. Das wäre natürlich geil. So, Gewehrmunition. Welcome, Stranger. Ding, ding. Da ist was Neues reingekommen. Das könnte dich interessieren. Okay. Spaziergang bei Nacht. Schon mal einen von diesen hässlichen Typen gesehen, den Tentakel aus dem Hals sprießen. Sie sind nicht nur gefährlich, sondern auch ziemlich nervig, wenn es darum geht, sie zu töten. Aber sie haben eine Schwäche. Sie verabscheuen helles Licht. Ein Grund, weshalb du sie nie am helllichten Tag antreffen wirst. Wenn du dich also mal zu einem Nachtspaziergang bemüßigt fühlst, halt besser ein paar Blendgranaten bereit. Ich habe immer welche dabei, das sage ich dir. Wenn du willst, bekommst du bei mir auch das zugehörige Rezeptur oder die. Ne? Dann kannst du sie bei Bedarf selbst herstellen. Okay. Und was hat er jetzt für uns? Willkommen. Hab seltene Ware im Angebot, Fremder. Die Roid Gun. Meine Waren sind in einem Top-Zustand, das versichere ich. Das ist auf jeden Fall mal eine Schlonze, die wäre, glaube ich, genau nach Bennys Geschmack. Eine halbautomatische Flinte, die sich dank geringer Streuung auch auf lange Distanz bewährt. Ja, die ist nicht schlecht. Die ist nicht schlecht. Ist die nicht. Nee, nicht. Nicht. Haben wir eigentlich was wir verkaufen können? Nee, da haben wir nichts. Gibt's was neu zum Tauschen? Schulterstütze Red 9. Die muss auf jeden Fall her. Die Waffe wird großartig damit aussehen. Weil damit habe ich auf jeden Fall. Hat er nicht mehr so einen Streukreis irgendwie, sondern er hält die Waffe wirklich ruhig. Komplett ruhig. Das ist wie so ein Scharfschützen mehr in Pistolenform jetzt. Wenn die noch richtig getuned ist. Eine gut eingestellte Waffe kompensiert. Probier mal, ob's passt. Ich denke, das passt. So, okay, verkaufen. Wir können doch nichts verkaufen. Bretter können wir verkaufen. Also, die brauchen wir jetzt glücklich nicht mehr, oder? Ob Rubin? Oh ja. Damit kann ich definitiv was anfangen. Ach, und ich wollte doch. Ich bin doch auch selten dämlich. Kann ich wollte doch die Waffe rauspacken. Was für dich tun? Mist. Ah, okay, wenn ich schon tauschen. Das ist witzig, dass er uns immer noch die Dorfkarte anzeigt. Wie bitte? Wo wir unsere Ware herhaben? Das willst du nicht wissen, Partner. Okay. Na dann, was kann ich für dich tun? Sag mal, wenn wir jetzt die... Moment. Stirb mir das! Ja doch, es wird uns immer noch was angezeigt. Also wir haben die Dorfkarte tatsächlich. Was ist denn das? Ah, Schrotmunition und noch andere Sachen.
Gut, okay. Also jetzt die Dorfkarte zu kaufen wäre einfach. Das würde überhaupt keinen Sinn machen. Nee. Eine Rezeptur für die Blendgranaten, die haben wir ja noch. Die haben wir ja gekauft, ne? Genau. Ja. Ich habe gar nichts mehr. Gar nichts. Herstellen. Was wollten wir kaufen? Wir wollten Blendgranaten machen, ne? Oder? Wir können einmal Minen aufs. Einmal nur. Das ist aber auch bitter. Ja, einmal aber vier, also es sind vier Dinge. Also nur einmal aber viermal. Okay. Und eine Blendgranate. Die kommt ganz gut. Vielleicht noch eine zweite. So, was hätten wir? Pistolenmunition können wir nicht machen. Und jetzt sieht ja auch schon wieder aus wie Kraut und Rüben. Dafür stand ich. Was ist hier los? Jetzt sortierst du wieder. Jetzt, ja. Ich würde gerne erstmal Heilsachen sortieren, aber habe ich nicht mehr. Ich kann mir jetzt hier den Fisch hier oben hinlegen. Das ist schön. Schön ist es nicht. Der hässliche Fisch. So, ein halbes Spiel mit so einem ganzen Fisch in der Tasche rumgelaufen. Ich weiß gar nicht, warum mich die Gegner immer gefunden haben. Das ist irgendwie komisch. Kannst mir nicht erklären. Achso, willst du noch den Dings? Du kannst noch an die Schreibmaschine den Koffer ändern, wenn du willst. Ja, ist eine gute Idee. Das werden wir gleich machen. Dies ist ein direkter Befehl von Lord Sattler. Rüstet das Gebiet ab hier zu einem Defensive-Stellung um Eindringlinge frühzeitig abzuwehren. Oder eine Defensivstellung vielleicht. Für den gerechten Glauben bin ich gewillt, jedes Opfer zu bringen. Meine frommen Gläubigen, baut mir eine unbezwingliche Festung und stellt sicher, dass jeder Heide, der dumm genug ist, einen Fuß darin zu setzen, für seine Sünden mit Blut bezahlt. Dollar-Typ. Einfach mal ein Dollar-Typ. So, okay. Schnuppertup und ran hier. Und wir wollen an die Aufbewahrung. So, können wir die noch irgendwie entmunitionieren? Das würde ich gut finden. Nee, ich glaube nicht. Das ist schade. Das ist wirklich schade. Verstauen. Tja, Benni. Was denn? Wir haben natürlich hier schön ein bisschen Munition einzuliegen irgendwie, die wir gut brauchen könnten. Zum jetzigen Zeitpunkt irgendwie. Schade. Na gut. Du hast den Geruch des Kampfes an dir kleben. So, dann gucken wir mal, wie weit wir jetzt hier kommen. Wir haben Gesellschaft. Folge mir, aber leise. Verstanden? Okay. Ob ich gleich Feuer öffnen sollte, wenn das heißt, folge mir leise? Nachladen erstmal. Ich bin leer. Jetzt schlimmer an der Sache ist, ich habe nicht die Munition, um jetzt den Krieg einzufangen. Da hinten ist einer. Wir schauen mal. Kann ich eigentlich. Und so ist das Bett. Entfern dich. Moment. Entfern dich! Ich weiß nicht, ist das Finnisch? Jetzt läuft er weg. Jetzt irre. So, jetzt ist hier mal Ruhe im Karton, mein Freund. So, der Quatscher kann ja keiner hören hier auf Dauer. Was ist mit ihm los? Was macht er denn da? Was war das gerade? Achso, er ist in eine Bärenfalle gelaufen, wa?
Oh. Großartig. Problem ist, dass sie mich da oben doch definitiv sehen wird. Wir haben wohl keine Wahl. Ist jetzt Ashley gesehen, oder? Den sehe ich nicht. Hinter mich! Ist gut. Ist doch nicht dein Ernst, alter Er. Nein, das sollte doch ja nicht die Waffe lernen. Ach Gott. Es nimmt kein Ende. Entfern dich! Okay. Ganz kurz, was hat mir eigentlich hinter mir fallen lassen? Da liegt ja, was ich gerade sagen. Da liegt ja noch was. Schießpulver. Oh, warte mal, okay, irgendeiner schmeißt hier. Wie ist das? Okay, bedrohliche Musik. Von oben war wahrscheinlich. Oh, von da hinten. Mich verarschen oder was? Echt? Lebt noch? Das ist doch, also... Blinker da ihn! Die sind alle so stark! So, okay. Was? Sich erwischt? Nee. Vorsicht, Bärenfalle. Warum nur muss ich denn in jede einzelne Bärenfalle, die es hier gibt, in diesem Spiel reintreten? Versteht nicht. Das ist doch, kann doch jetzt nicht so schwer sein, mal eine auszulassen. Aber nein, ich nehme jede mit. Ach, Herrschaftszeiten. Okay, hier vorne sind noch zwei. Die hebe ich mir einfach für nachher auf. Ich würde erstmal von hier vorne nochmal gucken, wie man hier hochkommt. Ob man eventuell hier langlaufen kann. Oh, eine Kiste. Was haben wir denn da? Gelber Diamant. Das ist gut. So. Okay, hier kann man einfach bloß runterspringen. So, Ashley, dann schauen wir nochmal, wie wir jetzt hier weiterkommen. Ja, runterspringen tun wir besser nicht. Mein Glück kenne, lande ich genau in der Bärenfalle. Das nein. So, schauen wir mal hier. Okay, hier gibt es nichts weiter. Dann lass uns mal das nächste Gebiet anschauen. Und ich glaube, es wird nicht besser.
So, nachladen. Sind wir voll. Sieht schon aus wie so ein fetter Pit hier, ey. Ach du Schande, ey. So, rotes Kraut. Wo? Hier drin? Was war denn das gerade für ein Tänzchen? Sehr gut. Und? Oh, Kelch der Buße. Schönes Ding. Empfangt den Stein der Schande. Legt jetzt den Stein der Freude an. Oh, so eine legendäre Szene bei Simpsons. Achso, von hier kommen wir gerade. Hm. Ich hör doch schon wieder so eine olle komische Figur hier. So. Okay. Hier geht's weiter. Was sagt die Map? Ein Kontrollpunkt hier vorne. Okay. Ein Schatz noch und ein Kontrollpunkt. Vor allem, Benni, wisst ihr, was ich richtig überhaupt gar keinen Bock jetzt gleich habe? Worauf denn? Auf die Bäderschwestern. Verdächtig ruhig hier. Ja. Ja. Ich bin dafür einfach nicht ausgerüstet. Ja, Munition ist ein bisschen knapp, ne? Ja, absolut. Natürlich ist so eine Nummer noch nie besser. Spinell. So, finden wir hier noch irgendwas? Nee. Hm. Und Guy. Do. Wo ist bloß eine? Auch noch einer. So, ich muss jetzt mal ganz kurz ein bisschen mit der Munition sparen. Kleiner Fechtax. Okay. Wie gesagt, sorry Leute, wenn es ab und zu so ein bisschen ruppig hier ist mit der Kamera und alles hier und mein Hin und Her wackle. Aber ich krieg's irgendwie nicht ein bisschen, ich krieg's nicht smoother hin, irgendwie, tatsächlich. Wahrscheinlich ist mein Gameplay halt einfach so. So, okay. Gehen wir nochmal hoch. Schauen wir mal kurz auf die Karte. Hier haben wir den Kontrollpunkt. Hier haben wir nochmal immer TMP-Munition. Und um die Ecke liegt nochmal Schrotflintenmoon. Haben wir eine schöne Tür. Die einfach angelehnte Tür. Schön.
Okay. Die TMP-Munition lasse ich jetzt einfach mal ganz käsefrech mal kurz liegen. Ja, die brauchen wir ja auch nicht, oder? Nee, und tatsächlich bringt es auch nicht so viel, wenn wir sie verkaufen. Also es ist halt... Ja, 1500 oder so hat es gebracht. Okay. Okay, den können wir schieben. Können wir auch in die Richtung schieben? Ja. Hierher. Gut. Und? Rein da. Ah, okay. Okay. Rainer. Und? Hast du Lust? Gehst du drin? Dankeschön. Ist voll lieb. Weil ich glaube, gleich comes the shit goes down. Zack. Ja, seine Befehle sind schon relativ ruppig, aber ne, ist halt, er ist halt auch Special Commander Chief of the President, of the White House. Ja, und da... Wahrscheinlich muss man da ein bisschen ruppig reden. Ich weiß ja nicht. Ist das eine Bärenfalle an der Wand? Okay. Kann da jemand hinschubsen? Oh. No, no. Wenn ich hier runterspringe, was haben wir denn hier? Geh mal runter. Oh. Okay. Kisten. Sehr schön. Die nehmen wir natürlich mit. Und ich muss hier rennen. Wie viel Heilung hast du denn eigentlich überhaupt noch? Ich habe nicht mehr viel. Ich habe eine Schlange, ich habe einen Fisch, den leckeren Barsch. Ich habe ihn kleine Kraut und ihn nochmal komplett gemixtet Kraut. Okay. Das ist... Ich sag mal so, du gewinnst damit keinen Blumentopf. Nee. Und eine Sache mache ich jetzt mal kurz, weil die nervt mich tatsächlich relativ stark. Und zwar mit dem Schnellzugriff. Ich finde das wirklich ziemlich blöd, aber noch eins, zwei. Die nehme ich auf der... Pack ich mal am besten auf die 3, ehrlich gesagt. Und das Ding auf die 4. Granate 5. Dadurch, dass ich eh nicht über ein Steuerkreuz arbeite, sondern tatsächlich nur mit den Zahlen, irgendwie komme ich relativ heftig durcheinander mit der Waffenauswahl. Es ist eine Falle. Es ist definitiv eine Falle. Und die Frage ist, durch was werden wir sie auslösen jetzt hier? Hier? Nee, hier waren wir auch schon. Vielleicht hier vorne. Können wir hier noch irgendwo lang? Hier? Wo müssen wir denn überhaupt hin? Runterspringen und hier drüben hin. Okay, aber Tor war doch zu. Achso, wahrscheinlich müssen wir hier runter. So, dann komm mal her. Ach, guck mal, komm mal alleine. Schön. Bin stolz auf dich, Ashley. So stolz, dass das erstmal ab in den Schrank. Okay. Ah, nochmal ein Erste-Hilfe-Spray. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Oh, no, 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 no. Zwei Kettensägen. Na super. Die Bela-Schwestern. Sorry, gehört das etwa euch? Ich fühle mich geschmeichelt, aber für zwei bin ich echt nicht in Stimmung. Sorry. Echt? Muss ich jetzt hier wirklich in diesen kleinen Kabuff kämpfen? Oh, lass mich. Die ist natürlich zu, das ist ja klar. Warte mal, hier ist raus. Hier geht raus. Und es ist einfach nur alles voll. Es ist alles voll. Thank you.
Natürlich geil, wenn die sich halt selber treffen, irgendwie. Scheiße. Noch mehr? Nein! Holy, holy, holy moly. So, kann man natürlich nur hoffen irgendwie, dass... Ist einer der Wählerschwestern schon tot? Das eine? Ah. Oh, scheiße. No! Ah, scheiße. Ei. Tot und damit wäre die Wette eingelöst. Oh, schade. Sorry für die, die an mich geglaubt haben, aber es hat mich erwischt. Oh, so ein Mist.